So Leute, ich bin's mal wieder, euer Flastri, zurück bei The Evil Within. Im letzten Part haben wir das 12. Kapitel abgeschlossen. Und mir fällt gerade auf, fällt das hier immer mehr zusammen, diese Klinik? Naja, sehen wir dann wohl im Laufe des Spiels noch, ob das wirklich meine Vermutung ist. Aber irgendwie scheint das ja so zu sein. Weil irgendwie ist hier ein bisschen verwüstet scheinbar. Mal schauen, was es damit auf sich hat. Wir gehen jetzt erstmal weiter oder zurück in die Parallelwelt, besser gesagt, und gucken, wie es hier weitergeht. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie dort runterkommen. Wie, weiß ich noch nicht, aber ich habe schon so eine Vermutung, da in diesem Bereich auf jeden Fall ein paar Zombies sind, denen wir noch nicht begegnet sind, aber wo ich schon weiß, wo sie sich befinden werden wahrscheinlich, unter allerhöchster Wahrscheinlichkeit. So, okay. Denn hier irgendwo hatte man schon gesehen, hat ein Auge geglotzt. Das heißt, hier müssten irgendwo Zombies lauern. Ich weiß, dass ihr hier seid. Ich habe gerade eine Tür gehört. Ihr habt sie auch gehört. Oder? Hä? Sind das hier unsichtbare Zombies oder bin ich blöd? Hä? Oder ist das nur ein Bug? Kann natürlich auch sein, aber irgendwie, ich habe keinerlei Ahnung, wie ich da runterkommen soll. Sag mir mal, wie wir da runterkommen, Joseph. Hä? Weil irgendwie kann ich mich an dieser Bude nicht weiter bewegen. Aha. Oder? Da kommt man auch nicht hoch. Hätte ja jetzt gedacht, dass man erstmal hoch muss, um irgendwie runterzukommen, aber scheinbar ja nicht. Muss ich das jetzt checken? Wer weiß das chillen? Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Aber warum ist bei diesem Automaten denn so ein Auge? Hat das was zu bedeuten? Keine Ahnung. Komme ich daran? Ich möchte da gerne an den Fahrstuhlknopf ran. Darf ich aber scheinbar nicht. Okay. Hab überlegt, ob man den Automaten sprengen kann, aber ich wüsste auch nicht wie. Von daher lassen wir das mal sein, würde ich fast behaupten. Aha. Aha, aha, aha. So, wo soll ich gerade halten? Nein. Das möchte ich nicht. Dann müssen wir wohl hier entlang. Naja. Einfach mal den Weg folgen. Ja, da sind doch meine Freunde. Da sind sie doch schon wieder. Auf euch habe ich doch nur gewartet. Oh Gott. Säure? Das war nicht cool. Ich glaube, man sollte nicht bei der Säure stehen bleiben, wenn die gerade kommt, oder? Beziehungsweise man sollte nicht dort stehen bleiben, wo die Säure ist. Ich meine, wir nehmen Gehirngrütz, um uns aufzurüsten, aber Säure ist dann schon... Achso, man kann das entschärfen, okay. Okay, dann weiß ich Bescheid. Also, alles mit Säure, überall wo Säure ist, aufpassen. Sonst könnte ich gefährlich verletzt werden. Wahrscheinlich sogar tödlich. Ich weiß es nicht. Okay, was passiert jetzt? Okay, ich dachte, jetzt stürzt wieder überall was ein. Na, komm nicht gleich aus den Türen irgendwer? Ne, heute mal nicht? Okay. Cool. Finde ich gut. Gott. Was kann denn so eine Verwüstung verursachen? Ist das eine U-Bahn, die da aus dem Boden guckt? Ja, aber schau, wie sie liegt. Wenn wir es bis dahin schaffen, könnten wir mit ihrer Hilfe rüberkommen. Konzentrieren wir uns darauf, hier rauszukommen. Ja, das sieht sehr interessant aus. Auf jeden Fall. Ich dachte, ich höre gerade schon wieder die Musik, aber das wäre ja ein bisschen... Das wäre ein bisschen arg komisch. Ich habe so eine Vermutung. Hehe. Gute Vermutung. Ach ja, und dann schlendern wir hier runter. Ich will nicht weiter runter. Ich will hier oben bleiben.
fühle ich mich in Sicherheit. Irgendwie. Je tiefer wir kommen, desto unsicherer fühle ich mich. Das war knapp. Riskier das lieber nicht. Warte, ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Nö. Ich will nicht wieder allein sein. Warum bin ich immer alleine? Menu. Dann gehen wir halt hier durch. Scheiße. Erst Kidman, dann. Was? Nein. Nicht der schon wieder. Nicht der. Jeder, aber nicht der. Oh nein. Warum denn der? Bitte nicht. Oh nee, ich dachte, wir hätten den schon getötet. Meine Fresse. Warum kommen alle immer wieder? Lecco mio, warum kommen denn alle immer wieder? Warum? Das ist doch scheiße. Warum? Sag mir das mal jemand. Nein? Okay. So, aber ich werde jetzt, glaube ich, erstmal Bolzen machen. Würde ich fast sagen. So, mit X-Bolzen wechseln und dann machen wir hiervon mal ein. Ups, das wollte ich nicht tun. Ich wollte etwas anderes tun. Und zwar den hier und dann machen wir RB und dann haben wir da einen schönen Bolzen von. Ah, da können wir ja noch mehr von machen. Ja Mensch, welche brauche ich denn noch? Qualenbolzen, welche waren das? Achso, Blendbolzen. Brand, Gift, Explosion. Explosionen sind auch immer sehr schön gegen Gegner. Ja doch, 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 der Explosionbolzen, der gefällt mir meistens am meisten. Meistens am meisten, genau, das war gut Deutsch. So, Spritze legen wir da drauf, alles schick. Alles schick und schön. Außer, dass hier ein gewisser jemand rumschlendert, den ich überhaupt nicht abkann. Ich mag den nicht. Es ist, also, ich konnte mich ja mit anderen noch arrangieren, aber. Oh oh. Ich habe so ein blödes Gefühl. Dass gleich der gewisse jemand hier vorbeikommt. Deswegen verstecke ich mich mal, vorsichtshalber. La 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 la. Ich hoffe, er kommt nicht hier rein. Er wird hier reinkommen, ich ahne es. Scheiß drauf. So, ein bisschen Gehirngrütze noch mitnehmen, kann man mal machen. Hä? Wo ist der denn, dass mal das Auge angezeigt wird und mal nicht? Bin ich bescheuert? Das war viel Gehirngrütze. Jetzt mal ehrlich, wo ist der? Hier kommen wir ja nicht durch. Hä? Und wo müssen wir lang? Da ist jemand. Hat er sich gerade selbst erwischt? Nee. So, aber ich habe ihn erwischt. Das ist schön. Wow, was? Woher kam das? Und was war das? Warum? Warte, das ist Ruvik. Das ist doch Ruvik. Erzählt mir nicht, das ist Ruvik. Gott, oh Gott, oh Gott. Warum denn Ruvik? Das hat hier gar nichts zu suchen. Ich habe hier gerade viel schlimmere Menschen gesehen. Ruvik finde ich noch sympathisch, irgendwie. Naja, sympathisch auch nicht wirklich, aber... ihr wisst schon. Nicht so unsympathisch wie den, Dingsbumsmann. Come on.
Raus hier, scheiß drauf. Ich weiß nicht mal, wo ich lang muss. Ich weiß nicht mal, wo ich lang muss. Ich kann nur raten. Ja, da war mir einer meinen Storch. Stirb! Tschüss! Wiedersehen! Oder so. Hey! Lass liegen! Woran bin ich jetzt? I see! Boah, ist das ein Arschloch! Ja komm, jetzt sterbe ich. Toll! Ja gut, das sind Arschlöcher. Das sind ganz schöne Arschlöcher, weil die haben so ein. Die haben echt eine böse Waffe. Die haben halt explodierende explodierende Pfeile und die finde ich nicht cool. Ganz und gar nicht cool. Da gibt es coolere, du. Komm, die Gehirnkruzen hier nehmen wir mit, ein bisschen zumindest. Patronen können auch nicht schaden und das hier kann ebenfalls nicht schaden und habe ich Bolzen gemacht. Sind die gespeichert geblieben? Scheinbar. Ja, scheinbar. Scheiß drauf. Stirb! Bist du tot? Natürlich nicht! Was denke ich mir dabei? Das ist halt in der Tat Rubik. Hei. Ach du Scheiße. Also, merken. Nicht Rivik angreifen. Oder Rivik Double zumindest. Was auch immer er ist. Stirb! Stirb doch einfach. Los, stirb. Ich weiß, dass du es willst. Stirb. Please. Stirb einfach. Okay. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Okay. Rubik ausweichen. Rubik wegrennen. Alles eine gute Idee. Bloß nicht angreifen. Okay. Wissen wir. Alles klar. Kriegen wir hin. Serbian Psycho. White Fork. Klingt nach interessanten Horrorfilmen. Oder sowas. Ach Mensch, wenn wir aber hier mal die gleiche Stelle sehen müssen, dann ist das unglaublich spannend. Nämlich gar nicht. Aber das ist okay. Gibt auch mal nicht so spannende Momente in diesem Let's Play. Wie wir ja wissen. Denn es gibt auch mal uncoole Momente in dem Spiel und die kommen gerade wieder zum Vorschein. Aber ich finde es schön, dass diesmal wieder kein so ein dicker bei ist, sondern wieder ein etwas dünnerer Gegner. So, und jetzt will ich mal gucken. Aha. Da ist die Säure her. Oder da, woran verletze ich mich immer? Dann hier renne ich mal vorbei. Hier möchte ich mich nicht so gerne abgeben. Ich weiß ja nicht, auch nicht wieso, aber ich glaube, das ist keine so gute Idee, mich mit dem abzugeben. Erst recht nicht, wenn er da draußen lungert. Nein, keine gute Idee, sich mit Mr. Rubik abzugeben. Was ist der hier drin? Fuck. Das war, glaube ich, dumm. Hi. Wie geht's? Wie steht's? Gut. Finde ich scheiße. Finde ich scheiße. Ich wollte das nur mal demonstrieren, wie das aussieht, wenn man hier stirbt. Wollte ich nur mal zeigen. Ist hoffentlich okay so. Ist genehm? Alles klar. Entschuldigung, das wusste ich nicht. Dass man da nicht durchlaufen darf. Also man hätte es denken können, aber ich wollte es mal ausprobieren. Man darf ja wohl mal. Alles muss man probiert haben. Jetzt weiß man es ja am Ende nicht. Und jetzt bin ich schlauer. Jetzt weiß ich, dass ich da nicht durchrennen darf. Ich weiß jetzt auch,
wo ein gewisser Mensch ist, wo eine gewisse Falle ist, die mir immer wieder Schaden zufügt. Solange ich sie nicht entschärfe. Aber erstmal, du mein Freund. Du machst mir diesmal keinen Strich durch die Rechnung. So, jetzt bitte hier. Ach, das ist sogar ein Seil. Das sehe ich jetzt erst, dass das sogar so ein Seil ist. So, einmal mitnehmen. Jetzt einfach durchrennen. Einfach durchlachsen hier. Scheiße, wo ging's raus? Ich hab das vergessen. Ah, da ging's raus. Alles klar. Gut, das ist schön zu wissen. Ich weiß nämlich überhaupt nicht wohin, einfach mal. So. Von daher ist das okay. Dort runter komme ich wohl eher nicht. Sei denn. Hey, Freundchen. Können wir uns mal vernünftig unterhalten? Wie echte Kerle. Danke. Finde ich gut von dir. Sehr gütig. Doch, doch. Muss man schon so sagen. Finde ich gut, dass du dich so gut unterhalten mit mir hast. Möchte ich dir gleich ein Geschenk vermachen. Quasi. Oh, oh, oh. Da ist böses Zeug. Da sollt mir nicht reinrennen. Kein guter Plan auf jeden Fall. So, ich hoffe, wir kommen jetzt mal weiter. Ich möchte dann doch gerne mal einen Checkpoint erreichen. Wäre das in Ordnung für euch? Ich denke, das ist es. Für mich auch, übrigens. Ah ja, Kontrollpunkt. Gut, damit beende ich diesen Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Tschüssikowski, euer Flastwi. Bye, bye.